Unser Kraftwerk erzeugt Strom und ist die Zentralheizung für 40.000 Haushalte und die Erfurter Industrie. Beim Verbrennen von Gas werden Turbinen angetrieben, die mit Flugzeugturbinen vergleichbar sind. Die Turbinen erzeugen über Generatoren Strom. Die Abgase sind über 500 Grad heiß. Die Abgase gehen nicht verloren. Sie verwandeln im Abhitzekessel Wasser in Wasserdampf. Der unter Hochdruck stehende Wasserdampf treibt die Dampfturbine an, die ebenfalls Strom erzeugt. Im Heizkondensator gibt der Dampf seine Wärme ans Wasser ab. Vom Heizkraftwerk wird das 95 bis 125 Grad heiße Wasser als Fernwärme in die Stadtteile transportiert. Knapp 200 Kilometer ist das Fernwärmenetz lang. Über den Hausanschluss gelangt die Fernwärme in das Gebäude. So kommt Wärme in die Wohnung. Aus der großen Zentralheizung Kraftwerk.